Hey Leute, hier ist Daldemar zurück mit Hydroneer. So, wir gehen jetzt mal schlafen. Es ist leider ein bisschen dunkel. Dunkel! Oh, aha. Scheiße. Hä? Was war das denn? Der hat geredet. Es gab ein Update. Bett. Ich müsste mir eigentlich mal zu Hause bauen oder so. So. Komm, wir tun unser Bett wieder, unser Geld wieder aufs Kopfkissen. Wir schlafen da drauf. Und, genau, linke Maustaste. Da sind wir. Okay, wunderbar. Wir haben Sachen gegossen. Ich habe das mal vom Herd runtergenommen, zu gucken. Okay, da ist nichts drin. Mir wurde gesagt, ich soll nicht so viel reinwerfen, aber ich weiß halt gar nicht. Ich würde sagen, wir buddeln nochmal. Wir haben jetzt 898. Und wir machen jetzt nochmal eine Furie. Und dann... Und dann gehen wir mal zu den Fließbändern, würde ich sagen. Okay, los geht's. Komm her, Schippilein. Oh, da war ein Lecker. Ein Lecker. Oh Mann, ey. Weiß ja nicht, was sonst noch verbessert wurde. Ah, wir haben Musik auf jeden Fall. Ich glaube, das war vorher auch nicht da. Oder? Ich habe schon wieder vergessen. Eigentlich bräuchte ich... Boah. Alter, ich glaube, das machen wir. Das wollte ich aber letztes Mal schon machen. Wir buddeln jetzt gleich ein Loch darunter. Oder wir... Und zwar hier so runter. Dann mache ich die Rohre dahin. Boah, das machen wir jetzt. Ich weiß ja nicht, ob ich die Rohre einfach durch die Erde fahren lassen kann. Warte, wir machen jetzt erstmal... Dafür muss ich Rohre kaufen, ne? Und dann buddeln wir einfach da unten. Oder... Das ist eigentlich eine gute Idee, oder? Ich meine, ich würde das schon gerne ausprobieren. Komm! Wir kaufen Rohre! Los geht's! Mit dem besten Traktor der Welt fahren wir Rohre kaufen. Rückwärts! Ich hätte gerne so einen kleinen Pickup. Das würde mir reichen, aber das Teil hier... Na gut, Steampunk, ne? Bräuchte aber noch ein bisschen mehr Steampunk-mäßiges. Guck, da oben ist Wasser drin, glaube ich. Was fährt der nur mit Wasser? Guck mal! Ja, nachhaltig nenne ich das. Umweltverpester überall. Ich muss das Geld holen, das habe ich vergessen. Hier ist auch ein Schleifstein, den muss ich auch noch unbedingt holen. Das habe ich schon gesagt, ne? Mein Spiel ist irgendwie wieder... Sobald Updates kommen im Spiel oder so, ist mein Audio so laut. Ich weiß halt nicht, was es ist. Ich habe mir eine neue Soundkarte geholt letztens, ne? Soundblaster so und so. Ich habe ja Soundblaster Z. Die ist sehr gut und die wird auch hochgelobt von allen möglichen Leuten. Aber... Die nächste Version geholt. Mega teuer. Voll für den Arsch. Voll die Verzögerung in meinem Audio. Ja, kann man echt gar nicht... Nee, warte mal. Ich kann es einfach runter tropfen lassen, ne? Warte mal, das könnte ja auch funktionieren, aber ich brauche trotzdem eine Kurve. Man hat nie zu viele Rohre, ja? So, ich hole mal gerade das Geld. Ich hole die trotzdem jetzt mal die Rohre. Ist ja egal. Das macht ja nichts. Das mäht ja nichts. Machen wir jetzt nochmal eine Fuhre Münzen. So, ich bin reich. Ja, los. Ah. Aha. So, dann nehmen wir mal den hier mit. Und, ja, ich brauche noch einen langen. Einen längeren. Einen langen. Das Ding ist, ich will das hier dahin machen, wo es auch flach unten ist. Komm, wir tun das jetzt mal hier rein. Hä? Hä? Das hat er vorher auch nie gemacht, oder? Zack, zack. Zack. Der Rest bleibt erstmal da, oder? Nee, komm, ich nehme jetzt alles mit. Fein säuberlich wird das dann... aufgehäuft, vielleicht, oder vielleicht auch nicht. Los! Fahr Hydro-Traktor. Wookie! Chewie, bring mir den Hydro-Schraubenschlüssel! An der besten Szene. Guck, ob das geht. Richtig coolmäßig hier. Wahrscheinlich. Oh, das geht! Wie in echt. Bisschen weit weg davon, aber. Ja! Die Fantasie zählt. Hä? Geil. So. Dann machen wir noch einen weiter. Was zur Hölle?
Ich hab's vergessen. Ah, okay. So. Das Loch ist da. Pass auf, wir machen noch einen. Soll ich lieber noch drei dran machen? Oder? Ich weiß halt nicht. Wir machen noch einen. Eigentlich sollten wir mal gucken, wie diese neuen Conveyor Belts, die sollen ja neu sein. Ob ich da jetzt hinfahren will, weiß ich nicht. Ich will das jetzt hier gerne erstmal ausprobieren. Das wird ein echt langes Geschippe werden, meine Güte. Hey, das ist schon mein Dingens. Guck mal. So weit mussten wir gar nicht. Ich mach das mal an. Wir machen es erstmal auf die einfache Art und Weise. Bevor ich hier euch stundenlang... Okay, da stoppt's. Machen wir weiter runter. Dann können wir nämlich direkt putzen. Auch. Dann brauchen wir die Eimer gar nicht mehr momentan. Schüppilein, komm her. Das sieht komisch aus, oder? Guck mal, so Wülste. Okay. So. Oh, oh Gott. Ja. Genau so. Jetzt bräuchte ich ein Autosieb. Komm, wir fahren mal zu diesen... Vielleicht finde ich da ja irgendwas. Aber dann bin ich traurig, dass ich nicht genug habe. Komm, ich bin unentschlossen, ihr kennt mich. Ich muss da jetzt mal gerade hinfahren. Wo war das denn überhaupt nochmal? Ja, es gab ein Update, also zeige ich euch jetzt mal das neue Zeug, so wie es sich gehört. Scheiße, ich habe Zeug eingeladen, das gibt's schon nicht. Oh Mann, ey. Mit dem Ding zu fahren ist lebensgefährlich. Wow, du kommst noch nicht mal... Ne, diese Nase an diesem Traktor ist halt bescheuert. Wer auch immer dieses Fahrzeug designt hat, sollte man auch ein bisschen an, wenn ich so ein Fahrzeug designen würde, für ein Spiel, das erste, was ich machen würde, ich würde gucken, wie gut, wie sollte es gebaut sein, dass es auch mit dem Gebiet interagiert. Habe ich mittlerweile gelernt bei vielen Spielen. So, okay, los geht's. Komm, wir fahren da jetzt mal kurz hin. Es muss sein. Wahrscheinlich fliegen wir jetzt wieder durch die Luft. Das hier war... warte mal, was ist das denn hier nochmal? Da ist die Mine. Und nein, ich bin zurückgelaufen, ich Trottel. Ja, das ist die Mine. Da wollte ich... Ach, da wollte ich auch rein, ne? Seht ihr? Alles auf einmal machen. Alles auf einmal. Ach, hier verkauft man... Barren. Sinkt im Preis. Diamanten steigen. Fisch. Für die, die echt nichts... Oh, oh, oh. Werkzeugkasten. Repariert beschädigte Bohrer. Erntemaschinen, Goliath-Bohrer und Filter. Mehrfach benutzbar. Schraubenschlüssel, repariert, beschädigte Bohrer, bla bla bla. Wasserrohrfilter. Fördert und filtert Wasser um 20%, verringert den Wasserdruck um 2. Nimmt Schaden. Hä, Wasserdruck? Ja, ist das für... Ist das wichtig? Wasserrohrfilter. Fördert und filtert Wasser. Um 20% verringert den Wasserdruck. Filtert der Gold aus dem Wasser? Kaufen? Okay, okay, das, da war ich, hier war ich ja noch gar nicht. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Und dann, bin ich hier ins Gemüse gefahren. Super. Jetzt habe ich vergessen, wo wir hin wollten. Ich glaube, wir wollten nach... Ups. Ich hänge fest, na toll. Ich will jetzt nicht schon wieder zurücksetzen. Ich habe mich verlaufen. Ich muss mal zurück zur Karte. So. Also, wir sind da. Bastionskeep. Da ist nichts. Da waren wir. Da, Bridge. Ach, da müssen wir lang. Komm, gehen wir jetzt gerade schnell zu Fuß hin. Ich will wenigstens mal gucken. Ich fahre da nicht mit dem Fahrzeug hin. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Brauche ich länger, als wenn ich jetzt schnell zu Fuß gehen würde. Natürlich brauche ich das, um die Sachen abzuholen.
Komm, ich kann bestimmt durchs Wasser laufen, oder? Guck mal, das ist ja, ne? Nicht wirklich tief, das ist gut. So, da sind wir. Auf zum geschädigten Drachen. Schade, ist immer noch nicht der Eingang. Also. Kleiner Ofen. Guck mal, Schmelzanlage. Oh, Schmelzkristalle und Kristalle kann man schmelzen. Und zu Barren. Haben wir eine größere Schaufel? Nee. Oh, was ist das denn hier? Großer Magnetstab. Ein schöner Magnetstab und zieht Rohstoffe in einem großen Bereich an. Oh, 950. Eine Säge trennt Barren sauber in zwei Hälften. Kleiner Magnet am Stock. Das ist nochmal billiger wahrscheinlich. Waage. Wiegt Rohstoffe. Was ist das? Ach so, ja, hier. Goliath-Bohrer. Bohrt weit nach unten. Mehr Rohstoffe bei höherem Wasserdruck. Ach so! Bohrramme. David. Dynamik, Auto, Voxel, Inclusion, Industrialer, Scherbengetriebener, Erdreich-Duplikator. Erdreich-Duplikator? Der dupliziert Erde? Okay, warte mal. Und das hier ist Trichter-Trichter-Dinge? Mann! Aber das sind jetzt nicht die... Hier sind keine. Das sind Maschinen, aber es sind keine. Ne? Handy, Furniture, Blutschi. Oh, warte mal. Oh, ein Kaktus? Ach, guck mal. Warte mal, wo kann ich mir denn ein Haus kaufen? Das habe ich schon mal überlegt, ne? Tresor! Geil. Ach ja, das habe ich... aber meine Güte. Okay, Scrapyard. Ja. Kann ich mir hier neuen Superdingens bauen oder so? Ach, guck mal hier. Das sind noch die gleichen, nur andere Farben. Ach ja, das Ding. Die habe ich ja schon. Ist egal. Müll. Müll! Ich habe jetzt vergessen, wo die sind. Egal, wir gehen zurück. Wir brauchen Kohle. Das ist das Wichtigste. Ich bin bestimmt dran vorbeigelaufen. Ah, hier! Vertikalförderband. Linkes Förderband. Wird verwendet, um Ressourcen in deine Basis zu bewegen. Höherer Wasserdruck. Also, hier. Förderband Schredder. Zerkleinert Erdklumpen in kleine Stücke. Wird durch höheren Wasserdruck. Okay. Aber wie machen wir Erdklumpen? Das bräuchte ich zuerst. Das hier. Oder ein Förderband selbst, wo wir dann draufschaufeln können. Also das und das. Wir bräuchten... Oh, das könnten wir uns sogar leisten. Wir machen aber erstmal nochmal... Sortiermaschine. Wir brauchen viel Wasserdruck. Einzelne Förderbandsperre. Oh Mann. Ah. Da oben waren wir auch noch nicht, oder? Wir gehen erstmal zurück. Ich muss rausfinden, wo ich mir mein Haus kaufe. Was ist das denn hier? Bauhammer. Schleuder mit einem Balziere Gegenstände, um diese zu fixieren. Mann, ey, ich habe das alles über Palette. Lass deine Gegenstände einfach auf der Palette fallen. Da, Blech, ich kann ein Haus bauen. Oh, ist das cool. Mein Gott, dieses Spiel ist so gut. Alter, das ist so gut. Täglich Folge, ab jetzt. Tut mir leid, ich hatte leider, wenn ihr aktuell guckt, ich habe viel um die Ohren, das habe ich schon gesagt, und es ist mehr als sonst und, aber, ja, ich bewege meinen Arsch. Let's Plays. Wie damals. 5 Videos am Tag. Rabum. Das war aber schlimm, das Problem ist, dann gehen voll viele Projekte unter. Aber was soll's. Komm, das schaffst du. Sei stolz auf dich. Kann ich irgendwie... zurücksetzen? Ah! Oh, nein, das war schlecht. Okay, dann müssen wir über die Brücke laufen. Oh, ich bin der Beste und so. Was ist das hier? Rig Parts. Ich glaube, das kommt noch, ne? Oh Mann, sehr cool. So, dann zurück. Gut, pass auf, ich würde sagen, wir machen so 2000. Oder 3000 schaffen wir jetzt. Machen Barren. Und ich guck mal, ob ich die Kristalle auch irgendwie schmelzen oder formen kann oder was auch immer.
Und dann machen wir den Mega-Sale. Ist hier der Preis anders? Kann man hier auch verkaufen, ne? Gucken wir mal gerade. Ist das gleiche wahrscheinlich? Gehe ich mal von aus. Ne, hier sind Waffen. Das war Waffen. Okay. Waffenschmieden. Bin schon gespannt, wann es da mal Quests gibt oder so. Oder NPCs, die rumlaufen und sagen so, oh Mann, ich will ein Schwert haben, ne? Wie bei My Little Blacksmith Shop. Tolles Spiel. Muss ich auch spielen. Ähneln sich sehr. Die müssten sich kombinieren. Ist es ja. Eigentlich ist das hier, wenn er hier noch einen eigenen Shop haben könnte, wo man Sachen schmiedet. Aber bei Blacksmith Shop ist das ja so, dass man den Laden aufmacht und dann kommen die Leute und die Helden wollen beliefert werden. Das ist das Coole. So, dann machen wir jetzt mal Schipperei. Tut mir leid, es musste sein. Hör! Bam! Bewegt sich die Lampe? Oh. Direkt mal in den Development schreiben. Please make the lamps on the poles physical, so I can jump against it and then we can have some cool physics going on. So, kurz Kaffee trinken. Schicht! Oh Mann, schon wieder arbeiten. Rohr anmachen. Test. Phase Untergrundarbeit hat begonnen oder beginnt. Geil. Oh nein, sag nicht, das geht nicht. Weil da Wasser drin ist. Oh, das ist ein Problem. Aber mit dem... Scheiße, wir haben keinen Platz. Aber ich könnte hier trotzdem arbeiten, ja? Okay, brauchen Platz. Schade, das geht immer noch nicht. Aber es klappt. Die Frage, was ist besser? Okay, ich muss mehr Decke wegmachen. Vielleicht sollte ich noch mehr von den... Ich habe doch noch oben noch einen. Warte mal. Aber dieses Tröpfeln geht mir halt irgendwann am Sack. Tröpfeln mal. Jetzt im Handel. Ich könnte das auch mit dem Eimer machen. Komm, ich mal... Warum hat der das geedit? Das gibt's doch nicht. Wir haben nicht genug Platz. Aha. Wo ist die Schippe? Bürste? Sehr schön. Das gibt's doch nicht. Vielleicht muss ich es doch wieder mit den Eimern machen. So. Ja! Das geht auch. Vielleicht mache ich es lieber mit den Eimern. Also dieses Hör ist katastrophal. Okay, wir brauchen die ganzen Eimer hier unten nicht. Der ist leer, ja? Also dann habe ich ja schon fast lieber meine alte Version. Dann hören wir halt nicht die ganze Zeit das Wasser geträufelt. Okay. Oh Gott. Okay. Wir versuchen es. Ich mach's nochmal mit der alten Methode, okay? Mein armes Gehirn. Diese Ruhe. Nein! Wenn ich doch wenigstens irgendwie. Warum muss das denn immer so platschen? Gibt's denn da nicht irgendwie eine andere Methode? Platsch, platsch, platsch! Okay.
Die Eimer lasse ich doch oben, oder? Machen wir erstmal ein bisschen mehr Raumfreiheit hier. Geh. Beinfreiheit. Meine Miete braucht mehr Raum. Ich häng fest. Oh nein. Zurücksetzen. Gott sei Dank gibt's das. Ne? Oh Gott, hier bin ich. Okay, Gott sei Dank. Ich schaffe das. Glaubt an mich. Glaubt an mich. Ich bin Minenmal. Scheiße. Minenmal, jetzt im Einsatz. Ich mach's am besten mit einem Eimer. Warum gibt's denn keinen größeren Eimer? Ey, machen das mit den 5 Eimern. Wofür habe ich die denn geholt? Wenn ich da unten mehr Platz habe, dann ist das alles... Hallo? Dann ist das alles kein Problem mehr. Dann können wir das nochmal probieren, aber ich brauche mehr Platz. Ja? Besonders nach oben hin. Das gibt's doch nicht. Jetzt haben wir das jetzt wieder verkackt. Okay. So. Machen wir die erstmal leer. Kann ich die hier ins Loch werfen? Hey, cool! Mann, ich brauche Multiplayer. Ist mir egal, ob die sich verbinden. Die Blöden. Ist die Frage, was geht schneller? Oben zu arbeiten? Oder nicht? Ja, wir machen eine Fuhre und dann gehen wir uns zum Zerkleiner holen. Oder was auch immer. Zum Fließband wenigstens. Aber zerkleinert Brocken, aber nicht in... wäscht die aber nicht, ne? Ich komme schon, keine Sorge! Der da noch. Ist noch ein Klumpen, den muss ich unbedingt hochholen. Ich würde gerne wissen, ob ich aufs Fließband draufschippen kann. Das müssen wir noch gucken. Der kommt jetzt mal nach oben. Und dann könnte man einfach ein Fließband machen, was nach oben, und dann schüppen wir einfach drauf. Schüpp, 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 schüpp. Und dann einer, der die zerkleinert und dann in so ein Waschding. Also dann blong, 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 kommen die Goldbarren da raus. Fertig geschmolzen. Muss mal den Boden jetzt hier wischen, damit wir mal Platz haben. Das war's schon wieder, ne? Ist er denn voll? Wäre schön, wenn. Sehr gut. Warte mal. Oh, ich wollte gerade sagen. Ihr wollt ihn doch ins Loch werfen. Oh Mann, freue ich mich schon, wenn wir dann so Anlagen holen. Am andererseits, ne? Dieses Schippen ist schon toll. Bam! Geil. Vom Loch mal zum Company mal. Jetzt! Bei Nugget GmbH und Co. KG. Die beste AG der GmbHs und Co. KGs. Jetzt! Der Beste. Together now. Valiant Yutani. Building better minds. Da haben sie was drauf. Okay. War das alles? Hä? Wir werden es sehen. So, jetzt haben wir, glaube ich, den Boden ein bisschen frei. Haben wir das wenigstens schon mal? Okay. So, dann machen wir jetzt mal hier frei. Machen wir mal aus den Nuggets, würde ich sagen. Baumfeld! Eimer kommt! Könnt ihr die Eimer auch da oben sortieren? Erstmal so liegen lassen, damit die sich nicht alle da anhäufen. Nein, ich Trottel! Oh. Oh.
gosh. Napoleon Dynamite. Oh. Ah, oh Gott, jetzt bin ich reingefallen. Also es wird auch nicht besser. Boah, da wird einem schlecht, ne? Ich weiß nicht, woran das liegt, aber man guckt sich sehr schnell um, was auf jeden Fall gut ist, weil man muss das echt häufig machen. Das ist gut geworden auf jeden Fall. So, danach kaufen wir Maschinen, ja? Ist mir egal, ob die was bringen oder nicht. Ein Filter müssen wir uns auch holen, ja? Ich weiß ja nicht. Wahrscheinlich auch wichtig. Aber es nimmt Schaden, das heißt, wir müssen noch reparieren. Wahrscheinlich die Rohre dann lecken und keine Ahnung was. Es ist aber, glaube ich, nicht so neu. Da ist noch nichts drin, ne? Ach, der ist gerade runtergekommen, ne? Nehmen wir den nochmal mit, wenn ich schon hier unten bin. Guck mal, die Höhle wird, ja? Höhlmar. Höhlomar. Höhlomatikus. Maximus. Fertig. Mist, warte mal. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich muss mich ein bisschen beruhigen. Könnt ihr die Sensitivität mal runterschrauben, dann seht ihr vielleicht auch mehr. Mausempfindlichkeit. Ich mach's mal auf minus 3. Vielleicht bewege ich mich dann ein bisschen... bisschen langsamer. Okay, das ist schon ein bisschen krebserregend für euch. Tut mir leid. Oh Mann. Ich sehe gerade... das müsste doch gehen. Okay, los geht's. So Leute, das fängt jetzt an. Und dann sehen wir uns wieder nächste Folge bei dem wunderbaren Hydronier. Und bis dahin, wie immer, Leute, haut rein.